Hallo, meine lieben Waagegeborenen. So, heute habe ich für euch eure Novemberlegung. Wir schauen uns eure drei Veränderungen an, was für euch kommt, ja? So, meine Lieben, dann lass uns mal schauen, welche Themen sich für meine Waagegeborenen zeigen. So, für die Waagen im Monat November. Okay, einen neuen Kurs starten. Ja, Moment, hier. Drunter die Karte nehme ich immer weg. Ja, zack. So, dann lass uns mal schauen. Start einen neuen Kurs, eine Weiterbildung, ein Projekt. Da wollen wir mal schauen. Vielleicht ist es auch im schulischen Bereich, Studium. Genau. Also, mehr Details. Königin der Schwerter, der Turm ist hier umgedreht, die Liebenden sind hier umgedreht, Zwillinge, Widder, Waage und wir haben hier 8 Münzen. Jungfrau-Energie. So, und wir haben noch die Mäusekarte. Okay, also mit der Mäusekarte, das sind dann weitere Energien von Stier, Jungfrau und Steinbock, jemand im gleichen Alter. Jemand mit dunklen Haaren, grauen Haaren, schwarzen Haaren. Ja. Hier scheint es so, als wäre man in einer Situation unzufrieden. Ja, man zweifelt hier. Irgendwas nagt an einem. Ich habe das Gefühl, man möchte es hier irgendwie nicht wahrhaben, dass es zu Ende ist. Hier ist irgendwas zu Ende. Ja, vielleicht ist in dir etwas gestorben, weil hier sehe ich ja die Königin der Schwerter, die hat hier ihr Schwert, ich schneide hier etwas ab, mir reicht es vorbei. Ja? Natürlich kann es auch für Schüler sein, für Studierende, es kann einfach der Arbeitsbereich sein, ja, irgendwas, was, ja, ich sag mal, der jetzige Arbeitsplatz, er ist für einen sowas von gestorben. Trotzdem, man weiß, es ist vorbei, aber man hat ja trotzdem Angst, ja. Man weiß ganz genau, ich muss doch noch so viel tun, damit ich das überhaupt verwirklichen kann, dass ich hier etwas voranbringen kann, ja. Aber ich würde sagen, das scheint hier in eurem Feld zu sein, in eurer Energie. Somit beschäftigt ihr euch eventuell schon mit einem neuen Kurs, mit einem neuen Talent, mit einer neuen Sache, ja. Ich würde schon sagen, ihr wollt hier eine Veränderung haben, ja. Ja, irgendwas ist vorbei, aber man vermeidet es, ja. Man vermeidet es aus Angst, ja. Vielleicht hat man hier Angst, noch mehr Verlust zu haben. Vielleicht vertraut man hier nicht seinen Talenten. Ich möchte noch eine Zusatzkarte. Start a new course. Einen neuen Kurs starten. Ja, es geht nur langsam voran. Das ist es ja wahrscheinlich auch. Es ist ja nicht so, dass du super schnell Erfolge siehst. Deswegen weißt du einfach nicht, ist es denn wirklich richtig, was ich hier angehen möchte? Oder bringt mich dieser Kurs denn wirklich weiter? Ich nehme noch eine Karte. Ja? Ich sehe es schon so. Ja? Ich sehe es schon. Aber ich möchte hier einfach mehr erfahren. Noch mal eine weitere Karte für dieses Thema. Ja. Einerseits ist man verwirrt. Ja, und andererseits weiß man, hey, ich bin ja selber blöd, wenn ich hier nicht eine Chance annehme, wenn ich hier nicht weiterschaue, also wenn ich doch in einer Situation unzufrieden bin oder etwas verändern möchte, dann habe ich doch alle Chancen der Welt.
um was zu beginnen, etwas zu verändern, ja. Ich glaube nicht, dass ihr hier euch Illusionen macht, ja, sondern es muss einfach Schritt für Schritt in diese Richtung gegangen werden, ja. So sehe ich das. Okay, dann lass mich mal schauen, was wäre hier der Ratschlag für die Waagegeborenen, ja. Was ist der Ratschlag hier mit diesem neuen Kurs, neuer Projekt? Ein Wechsel, ja, ein Wechsel und man lernt dann was Neues. Man möchte was Neues angehen. Was ist hier der Ratschlag? Ratschlag sind hier die sieben Stäbe. Es ist natürlich nicht so einfach. Also es kommen viele, viele Aufgaben auf dich zu. Es kommen viele Wettbewerber auf dich zu. Du musst dich hier schon verteidigen. Also ich sag mal, falls du hier ein neues Gewerbe angehen möchtest oder wenn du hier ein Online-Projekt angehen möchtest, also da gibt es gibt Bewerber, nicht Bewerber, Wettbewerber, Wettbewerber, Konkurrenten sozusagen. Dann musst du halt noch besser werden, dann musst du dir irgendwas aneignen, was einfach noch ein Stückchen besser ist. Ja? Ich sag mal, wenn die Wagen das hier richtig angehen, was erwartet die Wagen dann? Was erwartet die Wagen, wenn sie wirklich hier konsequent dranbleiben, obwohl sie Angst haben, aber für diejenigen, die das wirklich angehen möchten, ein komfortables Leben erwartet dich, Zufriedenheit, ja. Sich mehr wohlzufühlen, alles vereinen zu können, das kommt auf dich zu. Also habe keine Angst, meine Lieben, ja. Wenn ihr euch bemüht, werden hier auch Resultate kommen. Okay, wundervoll. So, meine Lieben, ich werde nachher noch ein Zusatzvideo mit zwei weiteren Themen machen für euch, ja. Einfach mal schauen, weil vielen reicht diese drei Themen einfach nicht für den Monat, ist es sowieso für das Kollektive und damit einfach noch mehr abgedeckt sind, habe ich mir gedacht, komm, ich mache für die Kanalmitglieder dann noch zwei weitere Themen, die ihr euch dann anschauen könnt, ja? Genau. Also falls ihr möchtet, schaut gerne rein, ja? Kanalmitgliedschaft ist immer monatlich kündbar, ihr könnt dann alle Videos durchforsten, ja? Okay. Also für meine Wagen, was kommt sonst noch im November? Die Mäßigkeit. Das ist ja mal was. Okay, die Mäßigkeit und die Sonne, Schütze und die Löwe-Energie. Ja, ich würde mal sagen, hier kommt Harmonie rein. Hier kommt Erfolg rein, Zufriedenheit. Wir werden gleich mal schauen, was das hier für ein Bereich sein soll oder ob es hier mehr Infos gibt. Aber irgendwas scheinst du hier gemacht zu haben und das Ergebnis ist hier einfach Erfolg. Ja, vielleicht hast du auch viel gebetet, also viel Gutes getan, ja, oder deine Gebete wurden hier erhört. Was halt auch noch so sein könnte, ist, dass du eventuell im November ein bisschen dein soziales Umfeld vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Aber das schauen wir mal. Schauen wir mal, was hier gemeint ist. So, für meine Wagen. Mehr Details hier. Vier Schwerter, die Sonne. Sieben Schwerter, Waage, Löwe, Wassermann. Die Kraft ist nochmal die Löwe-Energie. So, und ich habe hier den Ring. Also. Hier haben wir noch Krebs, Skorpion und Fische.
jemand Gleichaltriges, jemand mit blonden Haaren oder einfach helle Haare. Ja, hier kann es sich um eine Verbindung gehen, Beziehung. Es können sich hier um Verträge handeln. Es kann aber unter anderem auch sein, dass hier sich etwas im Kreis dreht. Ja. Falls es hier einfach der Bereich, das, was ich als zweites gesagt habe, hier, ja, zu der Überschrift, ich sehe es auch hier, man stellt sich ein bisschen weg aus dem sozialen Umfeld. Da, wo Spaß ist, da, wo hier, juhu, Action ist, ja, nee, also man hat sich hier irgendwie zurückgezogen, man ist eher einsam zu Hause oder man hat viele stille Momente zu Hause oder ja, irgendwie sowas. Ja, ich sehe auch hier, man hält sich zurück. Ja, was mit Freunden rausgehen, was Unternehmungen? Nee, nee, also irgendwas scheint sich hier im Kreis zu drehen. Ja, also ihr seid hier vielleicht in irgendwas nicht gefangen, aber die Routine ist eher so, alles läuft im Kreis. Also man hat sich irgendwie aus der Außenwelt zurückgezogen. Ja, das kann schon sein. Okay, ansonsten, wenn es hier wirklich hier Erfolg ist, Glück, ja, also ich denke, nach einer Phase der Zurückgezogenheit kommt hier einfach Erfolg, Riesenerfolg. Und wodurch kam es? Durch strategisches Handeln, durch kluges Handeln, durch Wachsein, durch auch gespitzt sein, ja, so. Verhandlungsgeschick, ja, also jetzt nicht unbedingt so betrügerisch, sondern eigentlich so, ja, also ich Strategien entwickelt haben, wo gibt es das meiste für mich, ja, also hier hat man wirklich Kraft und Stärke bewiesen und einen Vertrag an Land gezogen, ja. Ja, vielleicht ist es wieder beruflich, ja, jetzt habe ich das gar nicht so irgendwie Richtung Liebe deuten können. Moment, hier ist aber auch ein Kind, zweimal ein Kind drauf. Vielleicht ist euer Kind momentan sehr viel zu Hause, hat sich wirklich zurückgezogen, fühlt sich halt irgendwie, hat sich, ja, also es kann man hier alles auch wieder aufs Kind. Es hält sich irgendwie zurück, und das ist irgendwie so ein Kreislauf, immer das Gleiche. Okay, ich möchte noch eine Zusatzkarte hier. Zusatzkarte. Zusatzkarte für meine Wagen, für dieses Thema hier. Es geht hier einfach darum, man muss hier flexibler werden. Ja? Egal, ob es jetzt dein Kind betrifft oder ob das jetzt dich betrifft, sei spontaner, sei flexibler. Ja, also falls es jetzt ist, dass man sich aus dem sozialen Umfeld entfernt hat, nein, sei mal wieder offener, sei flexibler, wenn jemand anruft, ja, ganz spontan, juhu, ich komme. Ja, ich wollte eigentlich noch mich ausruhen, aber ich komme. Sowas, oder wenn jetzt natürlich diese Glückssache ist, ja, da kommen hier einfach ein zweites Projekt rein, ja, oder ein zweiter Vertrag, Nebenjob oder ein zweites Angebot, ja, also hier kommt schon was reinbringt. Okay, dann lass mich mal schauen. Was wäre denn hier der Ratschlag, ja? Mal sehen, für welchen Bereich es sich hier zeigt. Was ist hier der Ratschlag für die Wagen, bitte? Es ist trotzdem jetzt so für mich, also 5 der Stäbe. Also ich sehe hier halt einfach ganz, ganz viele Menschen, ja. Nein, zieh dich nicht zurück, geh raus. Geh es an. Also für diejenigen, die sich jetzt so ein bisschen isoliert haben, nee, geh raus. Draußen ist viel los und man muss sich hier auch beweisen und man kann viel kommunizieren, argumentieren. Man kann hier einfach
viel erleben, viel, viel, viel. Viele Menschen sind draußen. Ja, geht es ein, mach es. Mach es auf jeden Fall, ja. Und falls dein Kind gemeint ist, genauso, ja. Und falls es jetzt im Beruflichen ist, du hast ja hier berufliches Geschick schon gezeigt. Ja, es ist noch nicht zu Ende. Hier kommen wieder Leute rein, die dann den besseren Platz möchten, ja. Also musst dich immer wieder beweisen und immer kräftig, mutig nach vorne gehen. Okay, lass mich noch eine Karte haben. Was gibt es sonst noch als Ratschlag? Noch ein Ratschlag bitte für die Waagen. Auf jeden Fall mal raus aus dem Gedankenkarussell. Alles, wenn du denkst, du hast Angst oder du bist dir nicht sicher, oh, was passiert, das ist alles nur in deinem Kopf. Der Verband ist so locker und hier die Fesseln hier auch. Also das ist wirklich hier raus, raus, raus aus dem Kopf. Egal, ob das Projekte sind, die glücken. Egal, ob du dich kurz mal rausgezogen hast aus dem sozialen Umfeld, einfach wieder rein. Es passiert schon nichts, ja. Draußen spielt die Musik, raus mit dir. Genau, weil zu Hause macht man sich natürlich zu viel Gedanken. Okay, also dann lass uns mal schauen, was sonst noch ein Thema ist. Vielleicht ist es hier ist zwar die Sonne drauf, aber vielleicht kommt jetzt einfach so ein bisschen Winterzeit und man möchte mehr zu Hause bleiben. Aber hier ist trotzdem die Empfehlung, nee, auch rausgehen bitte, ja. Weil draußen kannst du dir auch einen Kraftort suchen. Genau. Oh, Trennungsgedanken. Schreib mir mal rein, ob das so stimmig ist, meine Lieben. Aber mal sehen. Vielleicht, also Gedanken sind Gedanken, ja. Also man darf ja denken, was man will. Gut, ich hoffe mal nicht, dass es dein Partner ist. Oder mal sehen, vielleicht ist es Job, also es muss ja gar nicht Partnerschaft sein. Okay, mehr Details zu Trennungsgedanken bitte. Sechs Münzen. Königin der Stäbe. Die Welt. Stier. Widder. Steinbock, Trennungsgedanken, vier Schwerter. So, und noch mit dem Lenormand. Guck an. Ich tendiere mehr zum Beruf, weil ich hier auch noch auf dem unteren Deck den Bären sehe, ja. Natürlich kann es eine tiefe Partnerschaft sein, verankerte Partnerschaft. Ich würde trotzdem jetzt mal mehr auf den Beruf gehen. Was zieht mich gerade einfach mehr an? Okay, dann lass uns mal schauen. Hier hatten wir auch nochmal die Waage-Energie. So, hier haben wir Krebs, Skorpion, Fische, jemand Älteres, jemand mit braunen Haaren oder dunklen Haaren. Ja, Trennungsgedanken. Aber ich möchte trotzdem mal alles aufziehen. Also es kann hier Arbeit sein, es kann hier einfach die Ausbildung sein, Studium, Schule, Hobby auch. Trennungsgedanken vom Hobby. Vielleicht seid ihr in irgendeinem Verein, wer weiß. Ja? Okay. Ja. Warum hat man diese Trennungsgedanken? Weil man hier einfach nicht genug unterstützt wird vom Chef, von den Kollegen, sich unfair behandelt fühlt. Man verdient hier zu wenig. Ja, also ich habe so das Gefühl, das könnte dein Vorgesetzter sein oder Kollegen. Die sind da nur hier auf ihr eigenes Wohl bedacht, aber du möchtest hier mehr, du möchtest hier vorankommen, du möchtest Erfolg, ja. Und deswegen ist es gerade einfach in deinen Gedanken, mein Gott, ich möchte mich zurückziehen. Vielleicht am liebsten mal eine Zwei-Jahres-Kur machen oder was auch immer oder mal ausfallen. Ja, nee, da bin ich gerade nicht so zufrieden.
Ja. Dann lass mich mal schauen hier, ob ich eine weitere Information dazu bekomme. Noch eine Zusatzkarte bitte, Trennungsgedanken. Ja, man ist einfach tatsächlich, man ist hier auf der Suche nach Antworten. Mein Gott, man denkt hier viel darüber nach. Man hat hier einfach das Gefühl, man kommt hier nicht vorwärts. Ja, es ist so ein Stillstand. Ja, also okay, momentan, mir gefällt es einfach gerade nicht. Was soll ich tun? Ja, soll ich weiter studieren? Soll ich weiter zu dieser Schule gehen? Soll ich vielleicht wechseln? Soll ich auch Beruf, ja, Berufsplatz, Arbeitsplatz? Ja, gibt es hier sonst noch weitere Informationen? Ja, Trennungsgedanken. Was gibt es hier sonst noch? Trennungsgedanke. Ich sehe nicht die Partnerschaft, meine Lieben. Ich sehe es nicht. Mm-mm. Und dann kommt Drei der Schwerter, oder? Trotzdem, das ist Drei der Schwerter heißt unter anderem, dass man kündigt, gekündigt wird, dass man etwas verliert, dass man traurig ist. Kann auch nur sein, traurig, 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 traurig. So wie es momentan ist. Keinen Bock. Kündigung, ja oder nein. Trennung, ja oder nein. Ja, und was rät das Universum? Die geistige Welt, was rät denn das Universum? Hier ist die Waage hier ein bisschen unglücklich, unzufrieden. Hat hier Gedanken, eine Pause zu machen, zu kündigen, irgendwie eine Veränderung reinzubringen, ja. Was empfiehlt aber das Universum? Der Mond. Es ist noch unklar, ja. Es ist tatsächlich nur unklar. Vielleicht hast du gerade so einen Moment. Okay, was noch? Aber es ist auch noch Vorsicht, es ist noch nicht die Zeit. Ja, das Universum rät tatsächlich gebe nicht so viel Energie in diesen Gedanken, ja. Ich glaube, du bist gerade total im Gedanken, 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 ja. Also Waage sind ja auch Luftzeichen, schau mal hier. Also es können auch alles einfach nur sein, dass Gedanken immer wieder reinkommen. Ach Gott, ich würde gerne, aber es scheint hier von der geistigen Welt zu sagen, geh da mal nicht so arg rein in dieses, immer in diese Gedanken, in dieses Gefühl, Angst, Zweifel, nein. Okay, was soll es dann tun? Was soll die Waage dann tun? Ja, genau. Also nicht so viel reingehen in dieses Gefühl. Was dann? Was soll es dann tun? Wow. Disziplinierter werden. Natürlich ist es jetzt auch ein Luftzeichen, aber ich denke trotzdem disziplinierter werden und die Wahrheit sprechen. Hey, mir gefällt es gerade nicht, wir müssen hier was verändern, ja, so ungefähr, oder eine neue Struktur mit reinbringen, ja. Ja. Okay, also auf jeden Fall mal schauen, dass du hier ein bisschen Rambazamba machst in dem Unternehmen, ja, aber und dann klardenkend, ja, klardenkend, diszipliniert und einfach schlau handeln, ja, du kannst nicht einfach irgendwas verändern, zuerst mal such mal was, ja, was wäre denn dann das Ergebnis hier? Wow, ja. Ja, damit kannst du einfach dein Schicksal anstupsen. Das Glücksrad, ja. Du musst halt an dem Rad drehen. Hier muss was gemacht werden, dass es läuft. Sonst läuft es nicht. Sonst hat es hier einen Stillstand. Und ich denke, wenn du hier nochmal ein bisschen Klarheit reinbringst, hey, ja, dann verändert sich's. Ja, das kann hier auch ganz plötzlich tolle Veränderungen reinkommen. Ja. Tolle Veränderungen kommen hier rein.
Also meine lieben Wagen, wenn ihr möchtet, schaut euch gerne auch noch die weiteren zwei Themen an, die ich jetzt unten noch verlinken werde. Alles Liebe und alles Gute!